Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. 2. 2, sag ich schon. 3. Oh mein Gott. Hab ich nicht vorhin noch gesagt, ich werde mir über meine eigenen Wolken rüber stolpern, wenn ich versuche anzupassen. Mit deinen eigenen Wolken? Du hast gerade Wolken gesagt. Ja. Ich höre einfach auf zu reden. Nemo but exit didn't work anymore. Do you want to shut down it? Ja. Nemo packed exe doesn't work. Ja. So, hab ich schon Items ziehen können? Nö, nur ein Stern. Nö, wir haben keine Items, wir sind itemlos. Itemlos durch die Nacht. Ich war gestunt. Ja gut, ich wollte eigentlich nur die Welt beginnen mit voll Neben. Nein! Du sollst nur Welt 1 nochmal Level 1 anschauen. Ey komm, Level 1 ist nicht schwer und Level 2 auch nicht. Ich hab die beide mit einem Mal bekommen. Und Level 2 ist es mit den Fischen. Glaub ich. Okay. Dun, 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 dun. Ich kann die Musik noch stundenlang anhören. Und dann gibt sie mir Sinn, aber dann sagt, dass ich sie wieder hören will. Ich verstehe, dass ich den angeschickt habe. Das ist gut. Ich werde diese Melodie wahrscheinlich nie wieder hören können, nachdem ich sie so oft bei dir gehört habe. Vermutlich, ja. So, was ist da drin? Pilz. Naja. Pilz. Nehme ich auch. Ich bin der einzige Grüne. Stirb, guck mal mit Schuhen. Hey! Das war nicht geplant. War nicht geplant. Tschüss. Doink. Tschüss. Aha. Eingesneakt. Eingesneakt. Wie lustig, dass die Musik sich einfach ändert. Dab. Damn. Ach ja, die Chips. Chip. Okay, ich war gerade erstaunt, warum du nicht am Rand gestorben bist, aber dann bist du gleich in die Luft gestorben und hast die Welt wieder in Ordnung gebracht. Danke. Jetzt bin ich ein Fisch. Ein Fisch. Jetzt bin ich ein Waschbär im Fischlevel. Ich bin ein Fisch. Ja, kannst du nicht ran, war kleiner? Haha. Haha. Aber warum ist diese Röhre blockiert, wenn man eh reinkommt? Ja. Fragen über Fragen. Ich höre es weiter, Mom. Hallo? Oh Mann. Okay, triffst du mich leider? Hand. Gut, dann so. Uff.
Was ist das? Das war ein Stern, ne? Ja. Boah, es geht in die andere Richtung lang. Willst du mich verarschen? Piep, 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 schieb, 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 schieb. Der zweite Stern. Yeah. Du bist irgendwie voll gut in Welt 4. Irgendwie schon, ne? Ja. Gruselig. Vielleicht ist das die Welt, die ich am. So, das ist vielleicht meine Welt, weil ich dieses groß-klein-Feeling einfach so geil finde. Ja, ich wahrscheinlich. Ich meine, in der Welt passt irgendwie alles. Dieses groß-klein-Gefühl finde ich ganz schön. Ah. What the fuck? Die Musik ist toll. Ich bin zufrieden, ja. Schön, dass du zufrieden bist. Ja, ne? Ja. Aber hey, wenn ich ja dort hier gewinne, mach ich den Weg frei. Aber ich überlasse mir das Item. Oh ey, vielleicht schaffe ich ja gleich das Schloss. Okay, du bist echt ein paar Sekunden gestunt, wenn der das Ding wirft. Ja. Deswegen habe ich vorhin ja die ganze Zeit versucht zu springen. Ich bin armer Dübel. Kannst du übrigens das Item nehmen unten, wenn du möchtest. Oh, ich höre gerade total krassel bei dir. What? Das war gerade richtig gruselig. Dann, das war Discord. Das war eindeutig Discord. Naja, es geht, ist wieder normal. Aber es klang gerade so wie, keine Ahnung, so. Ich werde deine Seele auffressen, blablabla. Nein, nein, ich tue das nicht. Jetzt bist du weg gewesen. Alter, Discord, hallo? Discord, hallo? Discord ist gerade. Also bei mir funktioniert alles. Oh, das ist mein Kopfhörer, die Probleme machen. Weiß ich nicht. Hallo, hallo? 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 Ich starte mal ganz kurz. Mein Voice-Meter läuft, vielleicht schießt du daran. Okay. Also, ihr hört jetzt noch was, Nemo hört auch noch, nur ich höre Nemo nicht mehr. Oder das Spiel nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt über Louis lästern. Er wird das nie herausfinden. Was wird er herausfinden? Nichts! Ich gucke einfach das Video nach an. Jetzt hoffentlich funktioniert erstmal alles, oder? Hoffe ich auch. Sonst ist scheiße. Okay, bevor der Kraft reinrennen, ist keine gute Idee. Ich glaube, der ist ein bisschen zu fett, wenn du mit dir reinrennst. Du hast das Item übrigens immer noch nicht eingesammelt. Achso, ja, das sollte ich ja nehmen, stimmt. Vielleicht ist es eine Feuerblume, der hätte gegen die Chancen. Nein! Ich hab denselben Fehler gemacht wie du. Nur vorher bist du mit ihm noch im Level gesprungen. Ich wollte halt versuchen, irgendeinen freien Punkt zu finden bei ihm. Okay, das könnte nützlich sein. Oh, soll ich das gleich einsetzen? Ich sammle erst ein paar Items. Wenn wir noch mehrmals sterben sollten, dann sammle ich ein paar Items. Ah. Der Hammer. Das ist doch der Hammer, Bro. Yay! Oh, jetzt springst du nicht! Tackle Attack! Ich dachte halt jetzt so, ja, wenn er springt, kann ich vielleicht unten durchlaufen. Nein, ich müsste das Level eigentlich schaffen. Ich muss das Level eigentlich schaffen, weil ich habe zwei Sterne. Dann krieg ich wenigstens am Ende noch ein D, mindestens. Boah, du bist da echt so lange gestunt, dass man da nicht mal schnell wegrollen oder so kann. So ein bisschen Dark Souls Feeling hast du da nicht von. Schade. Dark Souls. Ja, da kannst du dich zur Seite rollen. Ja, ich weiß. Ja.
Boah! Oh mein Gott. Und da kommt dein Bruder. Und danach ist alles egal. In der Höhle unten ist erstmal alles schicki. Es sah aus, als ob man dir den Stock in den schieben wollte. Louis. Ja. Wir reden darüber nicht. Das, die Wolke wäre eine gute Idee, oder der Stern? Der Stern ist klar easy. Einfach durchrennen. Na klar. Was wollen sie machen? Mich töten? Ich hätte vielleicht erwischen sollen. Obwohl. Ich dachte, man kann oben auch rein. Kann man auch. Okay. Viel Spaß. Ich hab keine Ahnung, was uns erwartet. Oder dich. Boah. Kein Item? Ihr geizigen Säcke. Boah, diese Blind Jumps. Ich hasse Blind Jumps. Ich auch. Ja, der ist mir egal. Den krieg ich eh nicht. Ja, du bist mir auch nicht so egal, aber... Man will ich immer runterrutschen, weißt du? Aber das sollte man nicht machen, weil sonst ist man ganz schnell OP weg. Oh mein Gott. Mein armes altes Herz. Ich bin 27, wie viele Spiele ich gemacht. Na, du bist mir egal. Nichts. Ich dachte eigentlich, ich bin nur weggesprungen. Mein Gott. Dafür war das Stern umsonst. Yay. Hallo Welt 1, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Das ist Level 1, also das geht doch. Weil Level 1 ist wirklich nicht schwer. Und Level 2 geht eigentlich auch mit dem Fisch. Verdammt. Bam, badam, bam. Bam, badam, bam. Nein! Halt, scheiße, guck mal, ich fress dich jetzt auf! Hey, sind wir beide gemacht. Ja. Kann das sein, dass das jetzt genauso wird wie bei Welt 3? Die ersten zwei Level kriegen wir so lala hin und das dritte Level ist einfach scheiße. Ja, aber wir haben geilere Musik bei Welt 4. Daher ist das ein okayes Ultimatum. Nein. Ich bin halt Musikfetischist. Ich merk's. Deswegen spiel ich auch mit dir gleich vorher ein Quiz. Aha. Und der Puppa fand das nicht cool. Ja, ja, wir mitspielen, aber ich hab gesagt, nein, er nicht. Nur für geladene Gäste. Nur für geladene Gäste! Weil ich sagen muss, eigentlich stumme Gumbas und Koopas sind alle so weiter leid. Wieso? Es sind eigentlich normale Bewohner des Pilzkönigreiches. Aber Bowser hat die alle versklavt gefühlt. Es gibt nur eine Handvoll Gumbas und Koopas, die nett sind. Oder Bob Oms Beispiel. Das ist ja denn in Paper Mario zum Beispiel. Auch in Mario 64. Ja, da sind die Bobs die netten, die Pinken zum Beispiel. Da anderen sind böse. Ja. Und da gibt's keine netten Gegner. Also Koopas sind alle böse und die Gumbas sind auch generell, die du platt machen musst. Weil Koopa nicht schnellen kannst du ja auch als böse bezeichnen, weil der hat auch Sterne bekommen quasi. Ja, aber... Quasi ja, aber der Koopa, der Schnelle, gibt sie dir wenigstens, ohne dass er dir aufs Maul gibt. Ja gut, ja.
Was? Er will nur eine Herausforderung. Naja, er will einfach zeigen, was er kann. Die gedopten Schildkröte. Ha, durchgesiegt. Und Busto, ein Stern. Nein. Ein Pilz. Ein Sternpilz. Ein Sterni. Ein Sterni. Einfach Alkohol. Twinkle? Twinkle, twinkle, little star. Ich habe gerade was anderes gedacht, aber ja, danke. Was hast du gedacht? An den kleinen Stern von Paper Mario. Der ist auch Twinkle. Ich habe Paper Mario nie gespielt. Also oh. nur bedingt. Ich habe halt nur über Lato spielen können und habe bloß die Stelle gespielt, wo Peach dann auftaucht. Oder wo du quasi diese Sequenz hast, wo Peach dann in dem Zimmer denkt und coaches. Auf Emulator-Basis war das dann leider da nicht mehr spielbar, weil der ist mal abgestürzt. Abgestürzt. Ja, haben die es nicht gerade vermehrt? Nee. Aber. Warum ist. Okay, das verstehe ich nicht, aber okay. Ja, die deutsche ROM-Version ist damals mal abgeschmiert. Und du musstest mit der Englisch. Ja, aber ich hab Paper Mario gestreamt. Und habe auch Emulator gespielt. Ja, damals. Das war 6, 7, 8 Jahre her, aber ich das gespielt habe. Ach so. Damals war es noch nicht so mit überarbeiteten ROMs. Was mir ja auch so ein bisschen fehlt, ist so ein Item-Saver, weißt du? Ja, der kam ja später. Naja, aber das ist halt so ein Item, was du zusätzlich einsammeln kannst für unterwegs, wenn du was brauchst. Und jetzt Nemo-Stern-Power. Nö. Keine Nemo-Stern-Power. Fliegende Fische! Flying Uwe. Danke, dass ich nicht springen durfte, Spiel. Gern geschehen. 18 Euro. Entschuldige. Ich wollte dich schreien. Ich hab mich nur erschrocken. Ist gut. Schrei so laut du kannst. Oh, ihr wollt nicht, dass ich schreie. Nein, bitte. Will ich wirklich nicht. Meine Schreie sind ziemlich schrill. Warum habe ich gerade dieses Schreien vom diesen kleinen Hai vom Kopf, was damals rauskam, dieses kleine Hai, düm, 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 düm. Und der hat ja auch so fett geschrien damals. Okay. Und außerdem, nein, kannst du gar nicht. Aber so im Groben und Ganzen ist die Musik in Mario Bros. 3 sehr eintönig, ne? Ja. Also in den Leveln hast du sehr oft dieselbe Musik immer wieder. Ja, das meinte ich ja. In den Leveln selber ist keine Abwechslung da. Was ich ein bisschen schade finde. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Save? Naja, das war wenigstens schon auf Level 4, Welt 4 mal wenigstens anfangen. Genau. Wenn ich das Spiel nachher verladen und dann ist plötzlich Welt 3 drin, weißt du? Oh ja. Ich meine, wir machen trotzdem Safe State, weiß ich ja. Dass das nicht erwischt hat. Dass ich dann reingesprungen bin. Dass ich keine 1 Euro auf dem Konto habe. Alles unfair. Unfair hier. Ah! Ich glaube, meine Konzentration lässt langsam nach in dem Spiel. Ja, ich glaube, es wird doch der nächste Part sein, den wir heute machen. Ey, wir haben den 6 Part aufgenommen, ne? 6 Parts. Das ist schon säftig kräftig. Ja, aber du brauchst ja auch ein paar Parts. Ja, ich habe jetzt bis zu den nächsten 2 Wochen definitiv Parts. Ich kann dir gucken, ob ich da hergerannt bin und im Arsch geschüttelt habe, Alter. Ey. Mal. Das war knapp. Oh, ich hatte gerade schon so das leichten Angstschweiß im Kopf.
Oh nein. Das sind dicke Dinger. Das war ein dickes Ding. Ja, ich hab Stern. Gib nur so frei, ja? Mach das. Du hast ja gerade ein Item quasi bekommen. Ja, ist okay. Geil! Blättchen. Noch ein Blatt. Jetzt kann ich Haschisch rauchen. What? So. Ich bin groß, das ist das Level mit den Dicken. Ja. Mit den zwei Dicken und danach sind wir im Untergrund. Oh, das heißt, vielleicht kriege ich irgendwo. Ja, ja. Vielleicht kriege ich irgendwo noch ein Item hier vorne weg. Das ist der für mich nicht ein Problem mehr, weil ich einfach vorher renne. Aber er wird das Problem. Boah, ich wollte gerade durchspeeden und da so reinrennen. Der hat dich vor, der hat sich auf dich draufgesetzt. Er denkt so, wie? Nein! Blatt! Ich will nicht sagen, du musst trotzdem das Level nochmal machen. Mit den kleinen Fischchen. Nein. Muss ich nicht. Ah ja, das ist dicke. Das ist dicke. Aber kannst ich kann auch ein Item holen. Kriegen. Das war nicht alles geplant, dass ihr auch ein Item kriegt. Wir teilen ja hier gerecht. Oh, bei den Fischen zweite Leiste angefangen. Die zweite Leiste wird wieder schon angefangen. Ja. Nein! Shit, ich wollte. Ich weiß, was ich mache. Ohne Item ins Level gehen. La 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 la. Nein! Mann! Nerv. Problem, ich muss die Fische machen. Ja, du darfst Fischis machen. Wobei, ich fand das Level jetzt nicht so schwer. Wird. Ich kann da ganz gut durch. Also ich komme besser durch als in Welt 3 mit diesen Fischen. Ja, das war anstrengend. Fischi, Fischis. Yip, day, bam. Machst du wieder Punktesammlung? Ja. Stirb, Blume. Heute nicht. Habe ich kein Item mehr? Hättest du den Block nach rechts geschrieben? Hätte ich das mir gucken können, ja. Das habe ich dann zu spät gemerkt. Ob es mich jetzt groß gerettet hätte, weiß ich nicht, aber. Keine Ahnung. Übrigens, letztes Leben. Du hast immer kein Item eingesammelt, gesetzt. Ja. Und jetzt müssen wir das erste Level machen. Verdammt! Egal, ich hab Spaß an dem Level, an der Welt. Die ist cool. Wenn Louis seinen Spaß hat, ist das okay. Nein! Okay, merke dir, dass den Panzer nicht aufheben, sondern einfach wegschießen. Der fliegt dann schon so hoch. Der Pilz dachte sich so. How about now? Stirb, Koopa. Wow, er konnte die anderen nicht zerstören. Geil, Pilze. Ein großer Louis. Naja, ich hab einen großen. Luigi. Natürlich. Ich überlege, ob ich jetzt den Koopa-Panzer versuche zu sammeln. Nein. Nein. Du hast recht. Das war nicht geplant. So macht man das. Clever! Jetzt muss ich den Pilz verlieren. Wow. Ich sag's euch, ich nehme uns ein eiskalter Killer.
Und wieso? Sie sieht dabei noch süß aus. Sie hat einfach sich einen Waschbärschwank angeklebt. Vor allem zu damaligen Verhältnissen waren seine Schwänze ja noch unschuldig, ne? Ha. Heutzutage kann man sich daran was ganz anderes vorstellen. Ja. Wer kennt es nicht, so einen geilen Plucktail? Und wer jetzt Plucktail nicht kennt, der entweder googelt danach oder lässt es bleiben, also bleiben. Ich hab das Level geschafft. Bin stolz auf dich. Danke. Möchtest du jetzt einen Keks? Ich habe was geschafft in meinem Leben. Ich habe diese ohne geschafft. Immer diese Überlegung. Nimmst du das Item, nimmst du es nicht? Ist es es wert? Ist es es nicht? Wie der Fisch gestorben ist. Ich fand das gerade lustig. So, den haben wir. Nicht mehr. Dann. Yay! Das ist wieder Bettenwagen. Das ist genauso wie in Welt 3 gewesen. Die Hammerbrüder kommen einfach alle immer zu uns, weil wir zu blöd sind, dahin zu kommen. Könnt ihr das bekommen? Wir haben auch was zu tun. Oh ja, du bist groß. Das heißt, du kannst dich aber treffen lassen und kannst dich damit instant treffen. Ja, wenn. Oder er dich. Ich kann mich nicht bewegen. Haut er jetzt ab? Ja, er haut ab. Ja. Ja, dann. Ich bin auch so frei, ja. Weil du hast schon die zweite Reihe angefangen jetzt mittlerweile. Oder wieder. Mach das. Krieg ich jetzt was umsonst? Ich hab drei Blätter. Wobei, ich könnte das Blatt einsetzen für die Welt. Ja, weißt du was? Mach das. Ich hab genug Blätter. Auch wenn ich bloß mit Deutsch renne, ist mir egal. Gut, den haben wir schon mal. Egal. Hallo? Egal, in die Röhre. Aha, er ist erfolgreich getötet. Voll Idiot. Boppen! Aber wie hart muss es für einen Koopa sein oder für eine Shell, wenn du einfach nochmal gegen die Wand klatscht und zurückgeprallt wirst? Keine Ahnung. Ja, ich will es nicht herausfinden. Ja. Da war ich jetzt gerade drauf und dran, nicht zu rutschen, nicht gar nichts drum und dran. Schwierig. Ja. So, willst du es nochmal probieren oder sagst du jetzt Feierabend? Ich probiere es nochmal. Okay. Alter, Nemo. Eiskalte Killerin. Nein! Ich bin nicht. Bin ich gerannt. Und dann rennt sie in den Tod so. Yeah! Okay. Ja, okay, ich würde sagen, wir beenden die ganze Sache hier heute. Wir haben heute Stapel aufgenommen. Wir haben 6 geile Parts aufgenommen. Das hat gerade übel Spaß gemacht. Immer weiter Spaß. Selbst die Pflanzen tänzen ab. Yeah. Und die Musik ist einfach geil. Und mit Musik machen Nemo und ich jetzt privat weiter. Aber für euch sagen wir, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's weiter mit diesem schönen Weltenabschnitt. Ich mag Welt 4. Also Welt 4 wird, denke ich mal, so mit meiner Lieblingswelt werden. Ich meine mag nicht. Musik, die Level sind irgendwie ganz geil. Zumindest die ersten 3 kenne ich mittlerweile ganz gut. Halbwegs. Meine nicht. Also und bis jetzt noch nicht. Vielleicht kommt sie noch. Ich meine, die Hammerbrüder mögen ich wenigstens. Ja, eindeutig. Aber wir sehen uns auf jeden Fall erstmal in der nächsten Folge wieder. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen bis dann und ciao!